Damen und Herren, es geht wieder los. Ja, habe ich auch wieder angefangen. Juhu! Yeah! Und er bewegt sich sogar. Ja, moin und herzlich willkommen wieder hier zurück beim Geschmackserlebnis und unserem Reisebericht zur Mexiko-Reise von vor gut einem Jahr. Doch bevor wir starten wollen mit Leguanen, Chichen Itza und Co., erstmal auf Anfang. Wir befinden uns nun nach rund 2,5-stündiger Fahrt in Valladolid. Und nein, Valladolid ist nicht zum Haare raufen, sondern ganz im Gegenteil, denn es hat eine Menge zu bieten und ist unglaublich beliebt bei Touristen. Es liegt im Inland von Yucatan und hat den großen Vorteil, dass man von hier sternförmig in alle Richtungen ausschwärmen kann und diverse Sehenswürdigkeiten in nächster Nähe vorfindet. Zum Beispiel Chichen Itza, weltberühmt, oder aber auch in den Norden, nach oben, nach Rio Lagartos, eine kurze Reise, Ekbalam ist um die Ecke, diverse Zenoten. Stück für Stück werden wir uns also diesen einzelnen Attraktionen widmen, in der heutigen und in der nächsten Folge. Wie wir hier an den Bildern sehen können, hat Valladolid insbesondere in den Abendstunden einiges zu bieten, denn ganz berühmt ist hier auch mehrfach am Abend abgespielt eine Lightshow auf dem berühmten Kloster von Valladolid. Hier strömen massenhaft von Menschen zu diesem Ereignis und es sind wohlgemerkt nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische, die das feiern. Hier gibt es also abends eine kleine Geschichte der Stadt, die anhand einer Projektion auf dieses Kloster geworfen wird. Es sieht wirklich fantastisch aus, wenn man davor sitzt. Ist natürlich so ein bisschen leichte Kost, aber nichtsdestotrotz lohnt sich hier ein abendlicher Besuch am Kloster. Ansonsten ist Valladolid eine relativ große Stadt, die natürlich wie alle anderen Städte auch amerikanisch angelegt sind, also in einer Art Schachbrettmuster. In der Mitte befindet sich der Marktplatz, die Kirche, und dort spielt sich das Leben ab, während dann so in der Peripherie immer weniger los ist, wo man dann aber sehr, sehr gut wohnen kann. Und insgesamt, das soll ja hier immer das Hauptthema sein, hat Valladolid unheimlich viel kulinarisch zu bieten. Also starten wir direkt rein ins große Futtern. Wir starten hier mit einer leider recht schwachen Performance eines vegetarischen Restaurants. Le Cart hieß das. Wir haben gedacht, es muss auch mal was Vegetarisches sein nach so viel Fleisch. Aber nein, back to the roots. Die Mexikaner können einfach Fleisch besser. Also hier unser absoluter Geheimtipp. Das Yakunai Cucina Mexico. Ein richtig schönes Restaurant mit diesem süßen Hinterhof. Geiles Essen, optisch sowie geschmacklich, preislich auch wunderbar. Also hier sind wir, glaube ich, an 3 Abenden eingekehrt. Ein Abend war dieser hier, da gab es was zu feiern und da haben wir auch unsere allererste Margarita getrunken. Asche auf unser Haupt nach über 2 Wochen Mexiko, die erste Margarita, aber sie war fantastisch. Grundsätzlich gilt, wenn man nichts verkehrt machen will, nimmt man Tacos in verschiedenster Form. Die sind immer lecker, sehen gut aus und man kann so ein bisschen beliebig sich durchtesten und braucht sich nicht festlegen, was man essen möchte. Am letzten Abend dann hier ein fleischlastiges Highlight, was die Menge angeht. Es war wirklich Preis-Leistung, war tipptopp, aber viel zu viel. Wir haben uns richtig satt gegessen mit diversen Fleischbeilagen. Ja, hätte man auch anders gestalten können und deswegen gab es dann zu Hause für Anni auch mal eine kleine Abwechslung. Heute gibt es hier in Valladolid einen kleinen Mittagssnack, ein paar Spiegeleier für die Dame nach einem Zenotenausflug hier auf schön Torta. Queso und Tomato oder was auch immer. Und für den Herrn gibt es hier vom kleinen Straßenstand ein Torta Cucinita Pibil, auf Hochdeutsch ein Pulled Pork Brötchen für 27 Pesos. Umgerechnet so 1,40 € oder was. Guten! Und zum Nachtisch? Hier gibt es nach dem heutigen Trip mal wieder einen kleinen Snack in der Butze. Und das ist hier mal ein Highlight. Hier im Bäcker Shop gibt so ein schönes Blätterteigding, ne? Oder hat ja nicht schon genug Bums mit Butter und Mehl. Da hat man da hier noch ein bisschen Käse und Schinken reingemacht und dann zur Krönung. Haha, Zucker obendrauf. Geil, aber schmeckt wirklich famos. Und sogar am Wegesrand hat Mexiko einiges zu bieten. Nichts ahnend laufen wir hier durch Valladolid. Und was sehen meine Augen da? Ganz ohne Gewächshaus. Tomaten ohne Ende. Zwar kleine Kollegen, aber doch schon ganz ansehnlich. Herrlich.
traue mich jetzt nicht hier zu pflücken, weil wer weiß, wer hier schon reingepinkelt hat, aber nicht verkehrt. Also so eine Katze auf dem Dach ist ja da ein, ne? Ein Hund im Büro, aber ein Hund auf dem Dach, das hat die Welt ja noch nicht gesehen. Was ist los mit dir? Frisch gestärkt geht es also auf nach Chichen Itza. Wir fahren etwa eine Stunde mit dem Bus und sind bereits morgens um 11 Uhr vor Ort, entscheiden uns aber glücklicherweise dafür, direkt nochmal 5 Kilometer umzukehren mit einem Taxi für rund 80 Pesos, um die Cenote Ikkil vorzuziehen. Denn das ist ein häufig beliebtes Pauschalreisenangebot, das zunächst Busse nach Chichen Itza fahren und nach einer 2-3-stündigen Aufenthaltsbesichtigung quasi, dann zurückfahren zur Cenote, und wir drehen das Ganze um und umgehen so die Menschenmassen. Denn diese Cenote ist tatsächlich sehr touristisch ausgelegt. Es gibt Restaurants, Hotels, es gibt hier für alle die Pflicht, mit einer gewaschenen Weste da hinunterzusteigen, was ja auch gut ist. Aber wie man hier sehen kann, sind relativ wenig andere Menschen zu dieser Uhrzeit vor Ort, sodass ich auch die Möglichkeit habe, hier todesmutig in die Tiefen zu springen. Hier geht es tatsächlich rund 50 Meter tief nach unten, ziemlich gerade, also ja, ein bisschen beunruhigend, wenn man da oben treibt, aber ansonsten eine wunderschöne Sache, um mal kurz abzukühlen und sich auf das Wahre auf Chichen Itza vorzubereiten. Maximal erfrischt, es ist nun Zeit für eines der 7 neuen Weltwunder, Chichen Itza. Und da liegt es nahe, dass das natürlich eine sehr touristische Attraktion ist. Nichts anderes haben wir erwartet. Aber dass man sich zunächst durch 200 bis 300 Meter Souvenirläden kämpfen muss, um erstmal hier zur großen Pyramide El Castillo sich durchschlagen zu können, damit hatten wir dann doch wieder auch eine Klatsche da vorne. Hier ist natürlich auf dem großen Platz den ganzen Tag Rambazamba. Man hört's. Es wird nämlich überall geklatscht, denn wenn man irgendwie einem richtigen Winkel vor dieser Pyramide steht und klatscht, dann kommt ein klatschendes Echo zurück, und so wird den ganzen Tag auf diesem Gelände wild geklatscht oder es wird in die Luft gesprungen, um ein Foto zu machen, wie man quasi schwebend vor der Pyramide dann auf Instagram posieren kann. Ja, alles selbstverständlich, das gehört hier einfach zum guten Ton. Aber nicht nur die große Pyramide ist ein absolutes Highlight, sondern dieses gesamte Gelände, das riesig ist. Man kann wirklich stundenlang hier durch die Wälder laufen und zum Beispiel hier die große Cenote, die hier mit angeschlossen ist, besichtigen. Allerdings muss man auch dafür einen kleinen Walk of Shame hinter sich bringen. Denn das Unangenehme ist bei diesen Souvenirläden, man wird sehr penetrant angesprochen, angequatscht. Die Leute laufen mit dir mit, wollen ihre Waren feilbieten, aber die Sachen sind wirklich nicht schön. Und leider konnten wir so auch keinen davon unterstützen. Hier, wie schon im letzten Video, eines der Spielfelder des klassischen Maya-Spiels, erinnert hier allerdings schon eher an Quidditch von Harry Potter. Wahnsinnig, welche Ausmaße das hier in Chichen Itza alles angenommen hat. Doch auch abseits gibt es ein paar ruhige Ecken mit nicht so krass restaurierten alten Tempelanlagen. Also gerade da habe ich mich besonders wohl gefühlt, weil hier hat man so ein bisschen die Ruhe, die Geräusche aus dem Urwald. Also das ist schon nochmal ein ganz spezielles Feeling. Wenn es so langsam Abend wird und die Sonne immer weiter untergeht, merkt man, dass die großen Busladungen von Touristen wieder abtransportiert werden. Und hier zahlt es sich jetzt aus, dass wir erst in der Cenote waren und jetzt bei der großen Pyramide. Denn langsam lichtet sich das Feld, man kann schönere Fotos machen und die Atmosphäre ist am Abend einfach viel, viel schöner. Seht selbst. Und das war's jetzt von Chichen Itza. Wenn ihr mich fragt, unbedingt eine Reise wert. Wenn man schon mal auf Yucatan ist, muss man da gewesen sein. Aber ehrliches Fazit, ich würde Uxmal immer vorziehen, weil das mindestens genauso beeindruckend ist und deutlich weniger frequentiert. Und zum Abschluss dieses wunderschönen Tages dann leider noch ein kleiner Dämpfer, denn unser Bus fährt nicht. Und so müssen wir uns mit Händen und Füßen verständigen, mit Taxen und Kleinbussen langsam den Weg zurück nach Valladolid schlagen. Und auch die gute Dame am ADO-Schalter, die leider sehr, sehr unfreundlich war, hat kein Interesse, uns weiterzuhelfen. Wir haben es dann dennoch geschafft und blicken wirklich glücklich darauf zurück, dass wir hier gewesen sind.
Das war's also heute mit dem fünften Teil dieser Mexiko-Reise. Beim nächsten Part geht es dann nochmal um Valladolid und um die weiteren 10 Noten. Ein Ausflug oben an die Küste zu den rosanen Seen und nach Ekbalam. Eine weitere und letzte Station unserer Maya-Entdeckerreise. Bis bald!